Ich... Du hattest keine Wahl. Menendez will zur Zitadelle mit Aussicht über die Stadt. Salazar, Abtransport arrangieren. Harpers Leiche muss zurück zu Obama. Los. Obama? So, wir sind jetzt wieder Mason. Unser Freund Harper hat's erwischt. Ich hätte lieber Menendez töten sollen. Salazar auf Primärsat. Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. So. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf Ihre Anzeigen gesehen. Drohnen auf neues Ziel eingestellt. Drohnen-Tierkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Handlungssysteme aktiviert. Alles klar, Salazar, bringen wir es zu Ende. Manchmal muss man im Leben Entscheidungen treffen, die nicht immer positiv sind. Die Straße ist eine Todeszone. Nach rechts, ich übernehme links. Warte, ich bin jetzt schon links. Hey. Stopp, 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 stopp. Ja, mit dem Kapuzenschild kannst du mich auch nicht töten. Wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Blockadeposition zum Abfangen einnehmen. Ach du heilige Scheiße. Oh, Granate. Oh. Blockadeposition. Brauche Menendez aktuellen Standort. Sir, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Ziel. Na los, komm schon. Jawohl. Scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wo muss ich hin? Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Ja, aber wo muss ich hin? Da, da, da. Alles klar, hab verstanden. Hinter mir? Arschloch. So, komm jetzt, töten wir diese scheiß jemenistischen Truppen. Keine Gnade. Oh. Das war ein bisschen Fail. So muss das sein. Oh, das ist Salazar. Na los, Salazar. Oh, der lebt noch. Oh Gott. Na los. Weiter geht's, Salazar. Nein, 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 nein. Es kommen Quaddrohnen. Wir geben den Quaddrohnen neue Angriffe. Sehr schön, sehr schön. Kraken, ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung. Moment, ist das hier Munition? Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Nein. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazustoßen. Verstanden. Section Ende. Hoppala. Ja, dann komme ich halt von hinten. Hab dich gerettet, Salazar. Das sind feindliche. Ja, das sind feindliche. Ah, komm schon, geh kaputt. Ach du Heiliger. Wo muss ich überhaupt hin? Na, nach unten. Ich gehe zuerst mal nach rein in Deckung. So. P.O. Lee. Eindämmungsteam seilt sich ab. Bitteschön. Was muss ich mich abseilen? Nee. Ich gehe da rauf und töte Menendez. Okay, hier geht's nicht rauf. Dann müssen wir hier durchgehen. So. Ein 5-Mann-Team gibt ihnen jetzt einen Feuerschutz. Zack! Übernehmen die Rückendeckung. Sobald sie Menendez haben, greifen wir in uns. Vitol umzingeln, auf Startbefehl warten.
Na los, Menendez, du gehörst mir. Was habe ich denn hier noch? Auch nicht schlecht, diese Waffe. Aber ich nehme zuerst mal diese hier. Stopp, 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 stopp. So, keiner mehr hier. Ist Menendez da drin? Menendez! Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Was? Was? Undercover. Was meint er damit? Ich raff's nicht mehr. So, jetzt. CIA Undercover Agent Farid hat überlebt. Alles klar, dann fortfahren. Odysseus, USS Barack Obama, 2025. Wir sind David Mason. Wir müssen Raúl Menendez verhören. Unsere Primärwaffe ist die M8A1 mit einem Hybridvisier, als Sekundärwaffe eine M1216 mit Millimeter-Scanner und als Granaten und Ausrüstung haben wir die XM31-Granate und eine Schockladung und als Extra ein Zugangskit. Und jetzt verabschiede ich mich kurz. Hoppala, meine Stoppuhr, meine Stoppuhr, meine Stoppuhr. Ich verabschiede mich für eine Sekunde, weil ich muss kurz was essen gehen. Bis in einer Sekunde. Tschüss. So, da bin ich auch schon wieder frisch gestärkt mit Schokolade im Magen. So. Ich habe das Zeug für die Mission schon erwähnt. Nochmal Odysseus USS Barack Obama 2025. Start. Ich habe 1000 Drohnen in Bereitschaft. Alle startklar auf mein Kommando. Wenn Russland oder die SDC lustige Ideen haben, versichere ich Ihnen, Minister Petraeus, Ihre Streitkräfte sind bereit. Der letzte Befehl für DEFCON 3 war von Minister Rumsfeld vor fast 25 Jahren. Ich weiß. Oh, das hat Verzögerung. Selbst geflogen. Sir. Minister. Den Bosporus lässt grüßen. Für die Seele, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben. Hoppala, da gab es einen kurzen Unterbruch. Soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Tut mir leid für den kurzen Unterbruch. Es hat mich auf den Desktop gehauen. Keine Ahnung warum. Wir haben ihn. Gut erkannt, Minister. Wir haben ihn. Ich habe ihn gebracht. Ich alleine. Odysseus, USS Barack Obama, Golf von Mexiko. 19. Juni 2025. Wie gut, dass du nicht redest. Wir haben viel Zeit. Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. Ihm verrate ich alles. Alles klar, dann gehen wir rein. Identifiziere Mason, David. Netzhautscan bestätigt. Tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. So, ich muss mich kurz hier noch richten beim Stuhl. So. Lasst das Spiel beginnen hier. Ich bin diesmal kein Kind mehr.
Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen! Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11.000. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Pues, tu papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute... am Ende. Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche ungleiches Recht über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind Hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Menendez sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Ach du meine Güte. Ich denke mal, das ist die letzte Mission. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Wie hat er... Was zur Hölle? Wie konnte er sich befreien? Menendez ist entkommen. Was? Die Söldner greifen unsere Flotte an. Mit ihren Gleitern. Obama wurde geentert. Sie sind getarnt. Schätzungen zufolge haben wir nur 10% erwischt. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Nimm, was du brauchst. Was nehme ich denn? Ist nicht alleine arrangiert. Wir haben einen Maulwurf. Zunächst müssten wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Okay. Aufmachen. So, Menendez hat's wieder fertig gebracht zu entkommen. Oh, das ist diese Waffe. Wow, 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 wow. Okay, come on. Hallo! Vorwärts! Na los, kommt schon, ach du Heiliger. Bin ich hier richtig? Salazar, geh runter und sicher Briggs. Verstanden. Versiegle die Serverraumtüren. Niemand. Emergency! Das ist bald vorbei. Die Glücks-Section. So kannst du gut quickscopen. Ach so, ich muss. Wir setzen uns zur Brücke vor. Mir nach! So, dann nehme ich halt die Vector. Nee, ich nehme die Vector nicht. Weg da. Lass mich durch. Nee, ich hatte nicht diese Waffe. Diese hatte ich. Hab mehr Munition. Was zur Hölle? Was machst denn du da? Na, wie willst du es haben? Was?
Oh ja. Moment, wo muss ich hin? Hier, 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 hier. Na los, Mason, schneller. So, es ist kaputt. Sehr schön. Sehr schön. Und bam. Ein Schuss reicht ja. Na, so gut. Schneid auf, Mason. Was ist hier los? Hat mich einer angegriffen? Oh. Was, von wo schießt denn der? Kleiner Bastard. Oh, das ist ein Verbündeter. Ah, von da. Nee, 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 lass das schön. Das lass da mal schön hier. Bitteschön, das ist für all die Gräueltaten, die ihr gemacht habt. Was